Hi. Durch das, dass ich einen externen Ton habe, muss man mein Sitzkissen wegmachen. Heute ist ein Freaky Day. Seht ihr mich? Ihr seht mich. Scheiße, ich habe nichts für mein Pony. Mist, was mache ich jetzt? Na gut. Ich habe noch was vergessen. Shit. So. Geht schon gut los. Seht ihr mich? Ich muss meine Kamera so ein bisschen so einstellen, weil mein ADHS-Kopf hatte einfach keine Lust mehr, als ich mir dieses Stativ hier ausgesucht habe, wie weit ich das denn zusammen machen kann. Also es gibt welche, die kannst du halt wirklich von der Höhe her auch noch so ein bisschen als kleineres nutzen. Und das hier ist zu hoch, so ein bisschen. Ne? Also mit der Kamera oben drauf ist halt so ein bisschen zu hoch. Und dann muss ich mal so ein bisschen, weil sonst hocke ich so aus dem Bild draußen. Und beim letzten Mal haben wir es ja so gemacht, dass ich, dass ich mit dem Handy gemacht habe. Jetzt kommt der Ton aber selbstverständlich übers Handy, ne? Deswegen haben wir hier ein kleines Mikrofon, ne? Es gibt jetzt schon schrecklich viele Videos, wo Leute halt ein Mikrofon in der Hand haben und das irgendwie als fancy gilt. Ich habe es trotzdem immer hier, aber habe schon festgestellt, so die Klammer von diesem Ding ist nicht so geil. Es kann sein, dass ich irgendwann mal auch so dastehe, weil dann ist halt die Klammer von meinem Dingsy kaputt gegangen. Ich wollte mir ja eigentlich ursprünglich so ein Rode-Mikrofon kaufen. Das hätte aber gleich dreifach. Was hat das jetzt gekostet? Rode kostet 160 und ich habe 59 oder 55 bezahlt. Irgendwann wird es Rode sein. Irgendwann grade ich ab. Aber von der Qualität her finde ich das ganz, ganz nice. Ich bin super müde, Leute. Also die Woche war super anstrengend. Vor allem für meinen ADHS-Kopf. Das hat einfach eine Spur zu viel. Ich habe noch Montag und Dienstag habe ich noch gelernt. Und dann kam ich zu einer Praxisaufgabe. Und da ich ja schon seit Montag Taxi Cocoloco spiele, ist ja auch in Ordnung. Ne? Also das soll jetzt auch gar kein Vorwurf sein, überhaupt nicht. Ne? Aber es ist halt super anstrengend, in einem fremden Auto zu fahren. Und wenn du eh schon mit dem Autofahren an sich Probleme hast, ich habe keine Angst vorm Autofahren. Ne? Also ich spiele jetzt heute echt mal aus dem Nähkästchen, weil ich hatte ja 25 gewiefte Zuschauer wissen, wie lange ich mein Auto hatte. So 25 Jahre rum hatte ich mein Auto. Und bin da ja auch regelmäßig gefahren, was vom Fahren her überhaupt kein Problem war. No! Aber halt dieser, ich erkläre es immer so, mein Reizfilter während dem Fahren ist halt so auf. Ne? Also du kannst mich auch wunderbar erschrecken. Immer. Also nicht nur beim Autofahren. Und durch das, dass ich halt immer so einen offenen Reizfilter habe, bin ich auch ganz schnell überfordert. Und beim Autofahren kommt mir dann natürlich auch die Kontrolle abhanden, das ist klar. Und das ist aber auch nicht etwas, wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja, da würde ich schon dran gewöhnen. Das hat nichts mit Gewöhnung zu tun, absolut nicht. So funktioniert ADHS nicht. Ne, also Dinge wie eben jetzt die vergangene Woche, die macht man halt. Ne? Es ist auch gar nicht die Frage. Es war immer klar, wenn ich fahren muss und mein Vater nicht in der Lage ist zu fahren, dann fahre ich ihn. Also entweder mit meinem eigenen Auto oder mit seinem. Das war immer, immer, da gab es gar keine Diskussion, ne?
Er wollte mir halt öfters mal das Auto aufdrängen und was er halt nicht verstanden hat, war, oh, jetzt glänze ich aber wie eine Speckschwarte. Oh! Ich habe so ein neues Zeugs. Ich werde euch mal das Reel dazu oder den Short verlinken. Das ist dieses Magic Filter Zeug. Und das ist ja mega krass, gerade in der Kamera. So in der Realität, wenn ich so in den Spiegel gucke, glänzt es jetzt nicht so. Ja, leck mich am Arsch. Naja, noch ein bisschen. Magic Filter soll ja dieses von Laura Mercier oder so imitieren. Hey, in echt glänzt das nicht so. Ich schwöre. Ich guck mich hier gerade im Spiegel an. Und wenn ich ins Display von der Kamera gucke, denke ich mir so, what the fuck, Disco-Kugel oder was? Also ich schimmer halt so ein bisschen. Aber das ist okay. Dann tun wir gleich ein bisschen Polo, ein bisschen, ne? Dem kommen wir jetzt ein bisschen entgegen. Weil dieses Magic Filter ist ja ein Glow Booster. Klar, dass du da dann ein Glowen tust, ja. Aber es ist mir gerade ein bisschen zu viel. Das ist der Bronzer. Und das ist da mein Pudorino von Alverde. Brauche ich nur noch einen Pinsel. Den habe ich leider geschrottet. Darf man sich nicht näher angucken. Dass die Oberfläche feucht geworden von, ich habe mal so einen Sonnenschutz verwendet, der halt echt zu feucht war. Und den musste ich dann immer ein bisschen abmattieren. Ja, ja, es ist so okay. So die Stellen, die nicht so viel glänzen müssen. Ein bisschen, gib mal ein bisschen Abmattierung, das kann man so machen. Ne? Ich brauche eh gleich nochmal Abmattierung, weil ich nochmal Concealer drauf packe. Aber der Rest darf klonen, aber die Stirn nicht so krass, Mann. Disco-Kugel! Yay! Naja. Ja, und ich musste mir oft schon, also ADHS ist in so einer Hinsicht echt anstrengend, weil die Leute immer sagen wollen, wie was ist, ne? Also, ja, du wirst Angst vorm Autofahren haben. Habe ich mir schon oft anhören müssen. Und gerade, wo das losgegangen ist mit meiner Diagnose, also wo ich die Verdachtsdiagnose gekriegt habe, war auch bei meiner Therapeutin nicht so wirklich angekommen, so, hey, ich habe keine Angst vorm Autofahren selber, sondern das spielt für mich gar kein Problem, weil, wie gesagt, wenn du einmal Autofahren gelernt hast und lange Jahre rumgefahren bist, das geht dann einfach weg, bloß weil du jetzt 2 Jahre nicht gefahren bist. Klar, es war ungewohnt, aber die liebe Simone aus der Schweiz hat auch schon gesagt, ah, da kommst du gleich wieder rein, das brauchst du dir keine Gedanken machen. Und so war es auch. Nur war es halt immer so ein bisschen anstrengend, weil du hast ja nicht gleich am Anfang schon das mega Gefühl fürs Auto. Und bis gestern ging es dann so einigermaßen, ich weiß halt, ich habe halt vom Gefühl her nicht gewusst, so wie breit ist das Auto von meinem Vater. So. Und ich hatte am Donnerstag einmal so eine Situation, da habe ich das war halt echt eine richtig krass abknickende Kurve und da ist mir so ein scheiß LKW entgegengekommen. Da war mal kurz so, aber auch das habe ich gemeistert. Zwar nicht sonderlich gut, aber das sind so Situationen, wo du halt schon ungefähr abschätzen solltest, wie breit ist mein Auto, komme ich da noch vorbei, so eben. Ne? Und das hatte ich halt jetzt, wie gesagt, an dem Auto von meinem Vater gar nicht. Er hat schon in der Vergangenheit immer so gemeint, so die letzten 2 Jahre, ja, kann schon fahren und so, aber ich sage euch, ich bin absichtlich nicht gefahren, weil ich mir das auch gar nicht mehr angewöhnen möchte. Denn Fakt ist, ich habe kein Auto mehr und ich möchte mir die Bequemlichkeit eines Autos auch nicht mehr angewöhnen. Denn
Ja, es ist kacke, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Es ist kacke, gerade wenn ständig gestreikt wird, ne? Du bist weniger flexibel, du musst gucken, wie du von A nach B kommst. Und da ist so ein Auto wesentlich bequemer. Ja, ist so. Und es gibt Leute, die sind darauf angewiesen, auch von meinen Zuschauern, das weiß ich auch. Ich bin's nicht. Und ich habe mir gesagt, ich werde mir auch kein Benziner mehr kaufen. Ne, wir hatten jetzt den wärmsten Februar seit 1800 Ungrad. Das muss ich mal überlegen. Und jeder von uns muss sich ein bisschen am Riemen reißen. Die Frage ist nicht, oder ich will damit nicht aussagen, dass jeder weniger Auto fahren soll, sondern welche Aufgabe kannst du erfüllen? Darum geht's. Darum geht's. Und die einen fahren weniger Auto oder treffen Entscheidungen, so wie ich sie jetzt getroffen habe. Die anderen fliegen nicht mehr oder fliegen weniger. So halt. Du kannst da halt auch nicht immer der Sache aus dem Weg gehen, ne? Also es gibt ja auch Situationen, wo Menschen fliegen müssen. Auch das muss man so ein bisschen mit bedenken. Ich habe gerade mein Mineralpuder für die Augen nicht gefunden. Jetzt habe ich so einen älteren. Ich hoffe, der funktioniert. Ah, funktioniert noch, aber ist nicht mehr viel drin. Habe ich tatsächlich fast aufgebraucht. Bei diesen teureren Mineralsachen, wenn ihr die im Internet bestellt, habt ihr immer die Möglichkeit, Proben zu bestellen, um Farben dann im Nachhinein noch abzumatchen, weil die Sachen sind halt nicht billig. Ne? Absolut nicht. Ich bin mal gespannt, ob ich dieses Essence-Filterteilchen, ob ich das leer kriege. Ich bin wirklich gespannt. Denn das ist ja ein Cremeprodukt und bei mir gehen Cremeprodukte grundsätzlich immer kaputt. So ist das halt, ne? So ist das halt. Ja, wie gesagt, diese Autofahrerei diese Woche. War wirklich anstrengend. Und wie schon gesagt, Angst davor hatte ich keine einzige Minute. Ich war nur maßlos überfordert. Aber so richtig, ne? Also, wenn du ADHS hast, hast du immer ein Problem, so eine Reizfilterschwäche. Ne? Das Gehirn verarbeitet nicht, das Gehirn lässt nur rein. Und bei mir wird es deutlich, wenn ich in so Situationen wie jetzt eben gerade das Autofahren komme. Das macht mich dann auch unwahrscheinlich nervös. Ne? Also ich bin dann richtig angespannt und versuche dann halt eben auch so meinen Job zu machen. So ist das eben. So ist das eben. Da, 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 da. Nee, nee, jetzt wollte ich mir schon den Eyeliner drauf machen. Ich habe noch Lust auf ein bisschen. Das hier. Da habe ich noch ein bisschen Bock drauf. Ich finde die Palette ganz gut. Ich hatte ja so eine zweite Palette gekauft. Die ist weniger gut. Aber die kann man schon machen. Also, das ist vollkommen in Ordnung. So. Jetzt haben wir hier noch. Also heute stelle ich mich ein bisschen an. Egal. Ich will nichts Auffälliges. Ich werde jetzt entweder. Ich werde eine Mischung aus dem Farbton und dem Farbton machen. Und vielleicht noch ein bisschen was Dunkleres. Dann bin ich auch diese Woche überhaupt nicht zum Videodrehen gekommen. Deswegen sitze ich heute da und tue meinen Job. Gestern war es dann so, dass ich musste auch noch eine Praxisaufgabe machen. Genau genommen müsste ich die eigentlich dieses Wochenende anfangen. Aber ich mache es halt dann jetzt nächste Woche. Das Problem ist halt, Praxisaufgabe nimmt echt viel Zeit weg. Und Stoff sollte ich halt auch
durchpauken. Ich bin aber glücklicherweise 5% noch im Plus. Also ich habe diese Woche 1% genommen. Also ich habe ein Muss, was ich an Stoff lernen muss, von 5%. Und ich habe aber diese Woche nur 4 gemacht, bin aber 6% im Plus, was ja echt auch gar kein Problem ist. Haben die auch gesagt, kein Ding. Aber durch das, dass ich jetzt halt eben auch die Aufgabe hier fertig machen muss und die muss ich auch einreichen, ich habe halt gemeint, so ja, das halt, bei mir war es halt am Freitag so, mein Vater ist zu früh ins Krankenhaus gegangen, die haben den viel zu früh einberufen und dann war es halt so, dass er 2 Stunden hat warten müssen, dummerweise, der Arme, also seine Operation halt verschoben worden ist. Und dann habe ich halt die ganze Zeit warten müssen, bis ich den Anruf wieder gekriegt habe. Und das hat schon immer hin und zurück 1 Stunde ins Land gegangen. Zumal beim Abholen das tatsächlich auch so war, dass wahnsinnig viel Verkehr war. Also so richtig krass. Ja, Feierabendverkehr. Bei uns sind die so die Straßen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Also nachmittags kannst du das echt vergessen. Und am Freitag setzt es natürlich ein bisschen früher ein, weil da wollen viele halt echt auch früher Feierabend machen. Aber naja. Und dann bin ich halt am Freitag wie auf glühenden Kohlen gesessen und da kannst du halt nicht kreativ arbeiten, geschweige denn, wenn du eine kreative Arbeit abgeben musst für die Agentur, wo ich die Ausbildung mache, kannst du echt vergessen. Aber die Kreativaufgaben, die wir da immer machen müssen, sind ganz cool. Jetzt komme ich bloß dann irgendwann mal von der Ausbildung her in den Ads-Teil und der ist weniger cool. Und wer nicht weiß, was Ads sind, Werbung. Die Werbung ist halt echt krass. Du kannst mich übrigens unterstützen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Vielleicht, wenn du Bock hast, wenn du am Computer sitzt oder vielleicht doch irgendwie am Tablet oder so mit einem kleinen Algorithmus-Kommentar da lässt. Das wäre richtig cool. Grüße mich, frag mich nach dem Wetter, irgendwas. Das hilft dem Algorithmus unwahrscheinlich, dass er sieht, mein Video wird geguckt. Und das lerne ich gerade auch in der Ausbildung. Ist einerseits super interessant, andererseits eben, das ist ja dann auch der Ads-Part. Immer mehr Plattformen gehen so her, dass sie sagen, ja, wenn du mehr ausgespielt werden möchtest, musst du halt Geld zahlen. Und YouTube ist halt so, ich habe dann das im Unterricht gehabt und habe mir das dann mal bei YouTube angeguckt. Früher war es bei Facebook, ich bin nicht mehr bei Facebook. Ich habe zwar noch Profile da, weil ich die halt immer zum An- und Abmelden nutze, von anderen Plattformen. Ihr kennt das. Naja, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen wieder. Sorry. Ich hoffe, wir sind back on track. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade, wenn ich mit Kameras arbeite, wo der Ton nicht so toll ist und du den Ton extern aufnimmst, dass du das immer einklatschen musst, ganz blöd. Das schneide ich dann gekonnt immer raus natürlich. Und warum klatscht man ein? Damit man das in der Tonspur zum einen sehr gut sieht und zum anderen im Bild natürlich auch siehst, wenn du ein Geräusch machst. Das macht man übrigens beim Fernsehen immer noch zum Teil. Oder halt in Videoproduktionen, weil das erleichtert dem Cutter, die Tonspur an die Videospur anzupassen. So wird halt die nächste Woche bei mir ein bisschen strenger. Ich halt diese Woche echt eigentlich im Endeffekt gar nichts gemacht habe und ich habe auch
produktionstechnisch nichts gemacht. Ich mache es mir im Endeffekt gerade einfach, weil ich einen Schminktalk, Stylentalk aufnehme und ich dazu halt einfach auch gar kein Skript brauche und einfach nur daher labere. Naja, man darf sich es auch mal einfach machen, oder? Also ich finde schon. Ich finde schon. Dieses Händezittern von mir kann übrigens auch mit ADHS zusammenhängen. Das ist auch etwas, was ich gar nicht kontrollieren kann. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen Eyeliner. Der von Lavera ist schon richtig cool, aber ich glaube, ich hole mir jetzt mal wieder einen von Essence. Die verwenden ja gerade kein Mikroplastik mehr in ihrer Kosmetik. Aber fallt da bitte nicht drauf rein, ne? Nur weil die Kosmetikindustrie gesagt hat, wir verwenden kein Mikroplastik mehr. Das ist halt auch ein wunderbares, schönes Marketing, auf das man aufspringen kann. Denn es steht nirgendwo, dass keine Acrylate mehr verwendet werden können und keine Kunststoffe, die noch kleiner werden im Wasser. Mikroplastik läuft unter einer bestimmten Größe im Wasser. Wenn sich ein Acrylat im Wasser so und so auflöst, dann nennt man es zum Beispiel Mikroplastik. Ne? Ist das nicht der Fall? Ist es kleiner? Läuft schon unter einem anderen Namen? So halt. Und da muss man halt wirklich aufpassen, ein bisschen lesen, auf der Inhaltsliste und sich nicht zu sehr verrückt machen, wenn man Dinge erwischt, die eben Plastik enthalten. Den Impact so klein wie möglich halten, das ist natürlich super. Aber jetzt der Kosmetikindustrie natürlich auch nicht alles glauben, na, das ist auch so eine Sache. Denn Fakt ist, wie schon erwähnt, es gibt auch noch Kunststoff, der kleiner ist als Mikroplastik und der muss dann auch nicht irgendwie angegeben werden. In diesem Sinne melde mich ich mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Ich muss ganz dringend zum Friseur. Das darf ich diesen Monat auch noch. Ich freue mich schon. Mein Pony will nicht mehr so, wie ich will. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.